Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Altes Live zusammen mit dem Herrn Gator. Beiho. Ich wollte streamen, ging nicht, weil wegen 17 FPS und ich sehe gerade, ohne Stream habe ich auch 17 FPS. Da hat sich eine ganze Menge getan. Mikrofon activated. Herr Gator, ah, ja. Machen Sie denn hier? Mikrofon activated. Ey, krass, mein Mikrofon activated und muted funktioniert wieder scheiße. Jetzt muss ich das Spiel wieder installieren, um es auszuschalten. Herr Gator, drücken Sie die Daumen, dass das Spiel jetzt nicht crasht. So, da bin ich wieder. Hallo. Och, okay, ich habe jetzt doch 30 FPS. Hat doch was genutzt mit dem Stream. So. Sag mal, haben wir die Karre schon ausgepackt? Du hast aber jetzt nicht in-game geredet, ne? Doch. Nein. Doch. Hallo, hören Sie mich? Also man muss echt die Effekte hochstellen, damit man dich besser echt? Hört. Gut, okay, dann muss ich das auch machen, weil du warst eben sehr leise. Audio. Ja, und die wurden irgendwie zurückgesetzt. Also ich hatte ja schon mal laut, aber zurückgesetzt, das habe ich. Gut, dann muss ich das jetzt ganz laut machen und mit Zirkumflex. Genau, das gleiche habe ich auch gerade getan. Die Kopfhörer rein. Oh, klar, ich habe ich auch gerade getan, ne? Warte mal, Gator, warte, Sie möchten kurz was reden. Ja, ich muss erstmal kurz das Auto rausholen. Moment, habe ich noch Reifen? Ich habe zwei Reifen. Haben Sie auch Reifen? Unser Auto wurde abgeschleppt. Ja, ich habe auch Reifen. Ich habe alles. Wo ist denn der nächste Abschlepphof? Ja, stimmt. Wir waren ja in der letzten Folge nicht in der Garage, sondern haben es da hinten einfach stehen gelassen. Wo ist denn der scheiß Abschlepphof? Oh, der ist da hinten am Arsch der Welt, ey. Ja, komm. Moment, steht das da, dass das am Abschlepphof ist? So, Herr. Ja, das steht. Alter. So, dann wollen wir mal im Abschlepphof, ne? Alter, bist du laut, brüll mich doch nicht so ins Ohr. Mann, brüllen Sie mir doch nicht so ins Ohr, Mensch. Ich bin doch nicht taub. Ja, tut mir leid. Alter, bist du laut. Okay, komm, Effekte wieder runterdrehen. Nicht so laut? Hey. Moment, ich nehme mal ein bisschen Geld mit. Damit ich mir, oh Gott, ein paar Reifen kaufen kann. Ich habe kaum noch was zu essen, aber ich müsste mir auch noch mal kurz... Weil aus irgendeinem Grund habe ich mehr Geld als der Herr Gator. Ja, ja. Obwohl mir ja das kleine Wuppar am Anfang passiert ist. Hallo, ich kann nichts eintragen. Oder muss ich das hier eintragen? Nein. Hä? Da muss ich das ein... Hä? Hallo? Hallo. Hä? Da dann. 2000. Abheben. Hier keinen taktischen? Doch, da. Taktisch? Warte, ich brauche auch was zu essen und zu trinken. Ich will aber einen Burger. Kaufen? Oh, ich habe 4 Donuts. Wo habe ich die denn her? Gut, auf zum Abschlepphof. Auf geht's. Auf geht's. Folgen Sie mir mal. Hast du gerade in-game geredet? Ja. Red nochmal. Ahoi. Gut, die Lautstärke passt. Bei mir hört sich jetzt an, als würdest du nicht in-game reden, sondern ganz normal. Wenn du in-game redest, ist richtig genial. Dito. Deswegen habe ich auch gerade, weil du siehst ja nicht irgendwann im Kopf, ob jemand gerade in-game redet. Achso, hatten sie nicht gesagt, ich soll ihnen folgen? Ja. Moment, wenn wir gleich im Auto sitzen, aktiviere ich den Perk Map-Erkennung. Dann können wir uns, glaube ich, auf der Map sehen. Okay. Klingt spannend. Wir können übrigens auch beim Jobcenter Geld annehmen. Genau, einen Job annehmen. Ach, was. Ich muss mich gleich bei Ihnen ins Auto setzen. Sie fahren irgendwo hin. Denn ich muss mal ganz dringend auf die Toilette. Hättest du es nicht vor der Aufnahme machen können? Nee, da musste ich noch nicht. Oh, wollt nur Hände waschen. Da lang. Abschlepphof. Kfz-Bedarf. Reifen sind wichtig. So ein Scheißreifen kostet 500 Euro. Sehen Sie zu, dass Sie keinen Unfall bauen. Oh, da ist das Auto. So, machen Sie die Karre auf. So. Drin.
Keine Ahnung, sie denkt Grenze? Sich was aus. Grenzposten? Ja, ja. Na dann. Auf nach Atera. Haben Sie Reifen? Ja, ich habe alles dabei. Ah gut, ich hätte ihn sonst eben zwei geben. So, nochmal kurz Effekt-Lautstärke runterdrehen. So, bis gleich. Bis gleich. Meep, meep. Hauptsache ich hier King auf Standbilder fahre. Das war kurz spannend. Das Ding schleudert ziemlich schnell. Nehmen wir mal den Ton ein bisschen leiser. Ist dann doch ein bisschen arg penetrant laut. Dass es hier nicht so stufenverstellbar ist wie in Live for Life, ist ein bisschen schade. Weil da hatte man, ich glaube, 10, 30, 50, 80, 100 und hier hat man nur 150, 10, 0 oder 1. Das ist ein bisschen schade, dass das nicht so schön stufenlos geht. Aber na gut, was willst du machen? Ich hab Dreck auf dem Monitor. Oh. Fuck. Scheiße. Was scheiße? Wie repariert man das eigentlich? Reparieren. Reifen. Bertsch. Ist jetzt schon gemacht? Ja. Ha! Ich wusste mir, warum ich viele Reifen gekauft habe. Wir haben hinten Platten. Wie ärgerlich. Dann fahren wir halt nur mit 90 hier lang. Mit dem LKW habe ich auch damals nur mit 90 hier drüber geschupft. Brauche ich da einen ganzen neuen Reifen nur, weil der platt ist? Wäre kacke. Da hätte ich jetzt keinen Bock drauf. Das ist ja wirklich ätzend. Warte bis zur Todeskurve, da ist glaube ich ein Tankbedarf-Dingens. Tankstelle und da gibt es sicherlich Geldapparillo und. Fahren wir einfach mal hin, mal gucken. Da gibt es bestimmt Kfz-Bedarf. Würde interessieren, müsste ich gleich mal nachschauen, ob dieser Typ von gestern, nee, von vorgestern noch da ist. Der Brown, wenn er wieder am Grenzposten ist. Oh, er wird sich freuen. So, und dann werde ich gleich mal zeugen, dass ich es auch unten lang schaffe. Nicht so wie Mikey, der fährt immer die Kurve. Wenn er unten lang fährt, dann verkackt das. Komm, jetzt gib Stoff, du Karre. Ja, okay, so viel dazu. Aber ist nichts passiert. So, wollen wir mal kicken.
Tankstelle ausräumen, na prima. Das hatte ich nicht vor. Wie viele Reifen habe ich jetzt noch? Zwei? Rein, jetzt habe ich keine mehr. What? Warum verbrauchst du so exorbitant viele Reifen? Ja, diese Geldabrüllung da vorne, ne? Gar keiner. Vorne ist einer. Kurzer Abstecher zum Abschlepphof. Für den ich falsch fahre. Auf. Wie hier ist. Jetzt erzähl mir nicht, hier ist nur Abschlepphof und kein. Doch, da ist KZ. Gut, hätten wir das. Weiter geht's. Macht natürlich Sinn, wenn ich rechts abbiege, dass ich links nur links schaue, ob jemand kommt. Aber wenn ich dann beim rechts abbiegen auf die andere Spur komme, hätte ich auch rechts schauen sollen. Naja. Ist ja letzten Endes auch egal. Rent a car. Hallo Maggie. Wo sind wir? Wo wussten Sie, dass ich wieder da bin? Weil du fett knack, knack, knack gemacht hast. Ja, das kam, weil ich mein Mikro entmutet habe. Ist was passiert? Nee, ich musste nur kurz einen Zwischenstopp machen. Hab ich? Warum? Wir haben vorne zwei Reifen verloren und hinten die waren platt. Ich hatte aber nur vier Reifen dabei anscheinend. Also. Oh. Deswegen habe ich mir gerade nochmal 10 Reifen geholt. Ich hätte auch nochmal 4 Reifen gehabt. Ach nee, sie haben so schön da hinten auf der Rückbank geschlafen, da wollte ich nicht wecken. Ich muss gleich nochmal auf der Rückbank mich zurücklehnen. Warum? Speicherplatz beim Freimachen. Oh, 40 FPS. Guck mal, den haben wir in Dingens getroffen. Überholen Sie ihn, sonst müssen wir an der Grenze warten. Bin ich dabei, Junge. So ein Teil im Jeep. Willst du gleich fahren? Ja. Moment, ich guck nur kurz nach Quest, ob es hier in der Nähe irgendwelche gibt. Such dir Freunde. Gründe, tritt einer Gang bei. Hab ich doch. Ach gut. Hier, aktivier mal die...
Quest Such dir Freunde, da kriegst du gleich instant $75,000. Mehr Leute, mehr Gepäck. Deine Gang braucht eine Lagerhalle. Kauf eine oder lass sie kaufen. Hauptsache, ihr habt eine. Nimm mit deiner Gang eine Base ein. Die eigene Füße. Zieh endlich bei Mutti aus und kauf dir ein Haus. Lecker, Schildkröte. Sammle Schildkröten. Auch das ist Arbeit. Liefere Pakete aus. Dein Freund, der Alkohol, trinkt so lange, bis du USPD nach... Bis das USPD nach dir sucht. Lol, das geht? Dein erster Trip. Drogen sind doch was Schönes. Serienwagen und was für Anfänger. Durchstöbere den Tuning-Shop. Schnee! Lass es schneien. Tipp ist ganz einfach. Ja, ich weiß. Nee, im Sommer und so. Was? Koks. Ach so. Und ich tue später noch irgendwas... Ob hier irgendwo was in unserer Nähe ist. Neuwahlen. Wehre dich mit Worten gegen den Staat. Jetzt wird gezockt. Spiele eine Runde ULC. Professionelle Sucht. Nutze die professionelle Markensuche. Schleppi, der Abschleppwagen. Hole die Abschlepplizenz. Aha. Wissen es macht. Spiele während eines XP-Events auf dem Server. Jetzt alles durchlesen. Ja. Verdiene immer höher 1. Verdiene 1 Million auf dem Konto. 10 Millionen. 25 Millionen. 50 Millionen. Das hatte ich da. Nee, halte eine Wasserpistole. Halte eine Ester in der Hand. Oh, eine Ester. Zum Schildkrötenfarm. Das ist mal lustig. Boom, 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 boom. I want to in my room. Let's stay the night together. Halte eine Camo Links LYNX in der Hand. Nach so ein seltenes Teil. Halte eine schwarze. Das Ding hat Power. Halte eine RPG-7 in der Hand. Sicherheit geht vor. Kauf dir ein Schließfach am Flughafen. Ja, wow, Belohnung nix. Tja, Herr Gator, ich glaube, hier gibt es nichts mehr, was wir eben mal so mit hinfahren erledigen können. Sei ein Mexikaner. Viva la Mexico. Sei ein Mexikaner. Das erste Mal im Knast. Oh, Herr Gator, wir lassen uns einbuchten. Das erste Mal im Knast. Aktivieren Sie die Quest, das erste Mal im Knast. Wie willst du das anstellen? Uns fällt schon was an. Wir fahren doch jetzt zum Checkpoint, oder? Ja. Da fällt uns doch bestimmt was ein. Wir müssen vorher Drogen holen. Nee, wir fragen, was wir machen müssen, um in den Knast zu kommen. So, was? Wie heißt die? Lass dich einbuchten. Einbuchten? Wo ist denn das? Nee, das erste Mal im Knast heißt das. Das erste Mal im Knast, das erste... Ah, hier. Gibt 45.000 Tacken. Okay, du fährst. Moment. Oder hier gibt's. Wir holen uns Alkohol und fahren besoffen durch den Checkpoint. Das klingt doch nach einem Deal, oder? Ah, hey, würde ich auch sagen. Ja, hast du mir schon die Schlüssel gegeben? Nee. Ach so. Ja, natürlich habe ich das schon getan. Aber wir kaufen uns den erst und trinken den Alkohol erst kurz vom Checkpoint. Ja, natürlich. So, dann fahr ich mal. Ich hoffe, den gibt es beim Markt. Beim ganz normalen ich Supermarkt. Denke mal. Wobei, normalerweise darfst du ja in Amerika kein Alkohol trinken, ne? Ich weiß nicht, ob sie da einfach... auf der offenen Straße darfst du keinen Alkohol trinken. Ja, guck mal, dann ist das ja schon eine Straftat. Deswegen haben sie ja immer diesen Alkohol in so Tütchen, weißt du, und trinken kannst. Oder umgefüllt. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist oder ob das so war. Wo fährst du hin? Du fährst jetzt nicht nach Atira. Fahr zum Flughafen. Nee, ich fahre nach Atira, ist dicht da dran. Ja. Ist deutlich dicht da dran. Aber passt schon. Schauen wir uns heute mal Atira an, ne? Oi! Boom, 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 boom. I want you in my room. Let's stay the night together. Boom, 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 boom.
Das sind die Vega Boys. Kennen Sie die? Mega geil. Nee. Mega geil. Warum ist hier eigentlich so wenig los? In Kavala ist. Mega geil. Was war das denn jetzt? Verzerrt und sind die Reifen abgefallen. Ja, ich hab die nicht richtig festgemacht. Ich bin keine 20 km/h gefahren. Oh. Und du darfst auch noch alle Reifen reparieren. Ich ruf den TMS. Nein, nein. Doch, habe ich gerufen. Wir können ja in der Zeit shoppen gehen. Ich will das mal gerade schauen. Wer ist denn online? Jetzt geh weg bei Steam. Mega geil. Fogge ist wieder da. Fogge ist am Start. TMS 96. Und der Typ von vorgestern ist auch wieder am Start. Der Hast Gator? Du zugeschlossen wenigstens? Ja. Ja. Schlechte Nachricht. Im Supermarkt gibt's kein Alkohol. Wo gibt's denn Alkohol? Ich will Alkohol. Wir den selber brennen oder den gibt's nur in Mexiko? Mexiko. Ja, wir können auch schnell irgendwo Drogen holen, sicherlich, oder? Wo gibt's denn hier Drogen? Meth-Bestandteile. Guck mal, bei Atira gibt's auch Meth-Bestandteile. Ja, aber das sind ja keine Drogen. Meth? Ja, das sind ja nur die Bestandteile. Naja, das reicht doch schon, wenn wir das dabei haben, oder? Ja, okay, holen Sie mal. Ich muss ganz kurz mich zurücklehnen. Auf der Rückbank. Wo ist denn? Ich sehe meinen Marker nicht. So, bin gleich wieder da. Gut, ich muss in 3 Minuten. Jemand bricht in die Asservatenkammer. Schon wieder? Warte mal, wo sind denn hier? Da oben. Wollen wir da nicht mit dem Auto hinfahren? Nee. Was wollte ich jetzt gucken? Ach ja, genau, ich wollte zu meiner Gang. Ich wollte zu Gangperks und Gangmarker. Kaufen war, kostet 50.000, aber scheißegal. Der Perk wurde erworben. Können wir uns jetzt sehen? Ja, ich kann sie sehen. Oh, das ist ja schön. Können sie mich auch sehen? Nein. Nee? Doch. So, wenn da jetzt gleich nicht einer kommt, dann werde ich hier reparieren. Ich repariere das Auto, da kommt keiner. Auftrag beenden. Reparieren. Der Buchstabe rechts eben P. Da kann einer kein Ü schreiben. Wollte ich mir Meth kaufen? Ja, wir brauchen aber irgendwas Illegales an der Grenze, sonst buchten die uns nie ein. Also unser Plan ist es gerade, uns einbuchten zu lassen, weil dafür gibt's Geld. Genau. Klingt und seltsam, ist aber so. Und für Geld tun wir alles. Aber wir dürfen nicht zu lange rein, das ist die Aufnahme gleich im Arsch. Was, wie, wo? Wir fragen einfach erst, was wir tun müssen, um eingebuchtet zu werden. Tankstation, Schildkrötenhändler. Oder 22. Wann macht der Laden zu? 22. Also machen also wir das spätestens 21 Uhr. Gut. Darf ich fahren? Mein Fresse. Ich setz mich hinten hin. Wo kommt denn der Baum so plötzlich her? Stand der da schon immer? Ich glaube, das Auto hat mir gerade einen Reifen abgezockt. Bitte? Das Auto hat mir, glaube ich, gerade einen Reifen abgezockt. Okay. Ich höre es gerade im Stream, sie so voll unmotiviert. Darf ich fahren? ich kann nicht aufhören.
Ich muss hier kurz noch in das Auto reinlümmeln. Ja, der weiß nicht, die Linie ist durch, aber der repariert trotzdem noch 100 Jahre. Jetzt gut. Nicht mehr. Herr Gelder, fahren Sie vernünftig. Ich fahre immer vernünftig, das weißt du. Ja, und wer ist da gerade gegen Baum gefahren? Aber du, aber ich muss, wir müssen dann vor der Grenze wieder tauschen. Mhm. Okay, hab ich. Hast du zwei gekauft? Ja. Gib dir eins ab, warte. F-Bestandteil 1. Aber ich glaube, es ist bestimmt kein illegaler Gegenstand. Hä? Meth-Bestandteil ist kein. Der ist rot. Wenn der nicht illegal ist, dann weiß ich auch nicht. Also, ich denke mal nicht, dass die uns wegen dem ein Reagenzglas einbuchten. Das glaube ich nicht. Ja, du hast gesagt, du willst es so schaffen. Ich habe das nur als Stütze. Also ich frage einfach, was wir tun müssen, um in den Knast zu kommen. Ob ich da jemanden umbringen muss. Und dann nimmst du einfach Anlauf mit einem Auto, haust mich um. Ja. So ungefähr. Aber nee, du musst ja auch mit eingebuchtet werden. Wir schieben das Auto einfach beide zusammen und überfahren somit einen Polizisten. Dann sind wir beide schuld. Warum das klingt nach einem Plan. Warum fahren sie so langsam? Weil hinten ein Platten ist. Warum ist hinten ein Platten? Ja, ich habe keinen Bock, jetzt schon wieder 4 Reifen auszugeben. Später, die Polizei hat eine Spezie. Sie hat einen Radius von 1000 Metern. Ihr Zentrum liegt von dir entfernt. Oh, hoffen wir mal, dass überhaupt jemand da ist. Mhm. Wir können uns auch weigern zu zahlen, aber trotzdem durch wollen. Da unten. Wir werden eine Verfolgungsjagd leisten mit 80 Kammer. Mhm. Oh Scheiße, ich muss was trinken. Nicht, dass ich so unklar sehe. Er geht da letztens. Das war voll lustig. Du kippst er einfach um. Was ist denn mit ihm da? Nur jetzt wollen wir tauschen? Jo. Meinst du schaffst das bis dahin, ohne direkt in den Zaun zu fahren? Mit der Geschwindigkeit bestimmt. Ich meine, sie kennen mich. Ich bin der beste Autofahrer der Welt. Und erstmal den Checkpoint markieren. Wo sind denn wir überhaupt? Ja, du musst nur noch geradeaus fahren. Ja, weißt ja, selbst wenn es nur geradeaus geht, verfahre ich mich. Ich schwört mich auch in der Telefonzelle verfahren. Ich merke gerade gar keinen Unterschied, ob du im TS-Ding oder redest oder im Ingame. Nee, ich habe ja auch nicht gedrückt gehalten. Oh, ist das so? 88 Höchstgeschwindigkeit. Ja, die Tore sind offen. Ja, die Tore sind offen wegen dem Banküberfall, schätze ich. Wo ist denn die Bank? Wollen wir da mal hinfahren? Und zu tun, als ob wir mit überfallen? Da werden wir doch safe eingebuchtet. Die ist ganz, ganz unten links unter Kavala. Das kannst du knicken. Gibt es hier nicht so weit wie eine Fahne, dass wir das Ding hier einnehmen können? Dadurch ist ja deine Unterhose prangert dann einfach auf so einer Steine. Dadurch ist jetzt unters. Wir warten einfach, bis jemand kommt. Oder wollen wir nochmal irgendwo anders Drogen holen? Holzkohle, Pulver gibt's noch, aber das ist doch alles so weit weg. Oder wir fahren rüber, holen uns Coca-Blätter und fahren wieder zurück. Was meinst du? Kann man machen. Gerade auf der Mauer? Wie bist du hier lang gekommen? wir machen einen kleinen Rundgang auf der Mauer. Das Problem ist, die gehen bis ins Wasser rein, ne? Wir kommen hier nicht mehr runter, wir müssen dann wieder drehen. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt der kleine Jeep. Ja, er fährt so schnell, er kann mit 88 km/h. Ich glaube nicht, dass uns hier was entgegenkommt, oder? Ich denke auch.
Unwahrscheinlich. Wir sind einfach hier die... Wir sind auf Patrouille. Wir müssen ja gucken, ob dort alles seine Richtigkeit hat. Genau. Und oh, Strom. Wir müssen gucken, dass sich keiner auf der Mauer aufhält. Oh, Strom. Nein, ja, passen wir durch. Alter, das war knapp. Oh, so da zählen. Wer baut denn so? Geht die einmal um die komplette Map? Nein. Die endet hier. Ey, ist ja scheiße, dann kann man hier ja rumschwimmen. Rein theoretisch. Nee, die, das kann man. Das ist übrigens kein Amphibienfahrzeug. Ich würde dich bitten, umzudrehen. Dann fahren wir mal in eine andere Richtung. Mal sehen, wie weit es da geht. Wie das so auf der Hupe haust, so. Ja, da geht's auch gleichere Strecke. Das, du hast hier nicht sehr viel Auswahl. Deswegen, ich würde jetzt sagen, wir holen uns einfach Coca-Blätter. Und versuchen die nach USA zu schmuggeln. Wenn es uns gelingt, dann verkaufen wir sie aber. Ja, ich weiß noch nicht wo. Ach nee, man muss sie ja verarbeiten. Dafür haben wir kein Geld für die Lizenz. Ihn, guck ihn. Ja, weiß er nicht wo. Hier, die. Wo ist denn der Verarbeiter? Ach, die Kokainproduktion ist da unten. Beim versunkenen Schiff. Ja. Warte mal, wo ist denn das Coca-Feld? Das ist der Sumpf. Ey, das ist aber weit weg. Ja, das geht. Wer verstecken sie denn? Es gibt ja hier, man kann ja zu Pablo Escobar, ich weiß nicht, ob es das noch gibt auf den Server, aber man konnte zu 2 Stützpunkten fahren, wo man Geld dafür bezahlt, dass das gut oder nicht so gut versteckt wird. Es kann so gut versteckt werden, dass er mit einem kompletten LKW voller Koks durch die Grenze fährt und das nicht gefunden wird. Nice. Aber ich weiß nicht mehr, man muss dafür auf jeden Fall Geld bezahlen. Oh, sind die Tore zu? Nee, die sind noch. Ja, es gibt Verpackstationen, falls du mal schaust, vor und nach der Grenze. Genau. Ich würde sagen, wir legen das Meth einfach ins Auto, oder? Wow. Komm mal wieder runter. Ich weiß nicht, wo bist du überhaupt hochgekommen? Ich weiß dich gerade selber nicht mehr. Wenn du hier drüber fährst, die Karre... Alter, wir backen hier so durch. Ah, hier. Stecken bei mir im Boden hier. As fuck. Was ist denn das hier? Anhalten. Ich will das mal anschauen hier. Karre nicht aufgekriegt. Fahrzeugverkäufer. Bank. Dein Ding. Neues, da kann ich mal mein Geld einzahlen. Wir können uns einen Heli kaufen, oder? Den müssen wir aber zusammenlegen. Ach nee, die Lizenz. Aber wo ist denn gerade hier? Wo sind die Fahrzeugpreise? Ah, hier, Lizenzpreise. Heli-Pilotenschein, 75.000. Können wir uns beide holen? Das wäre nicht das Problem. Haben hier auch die Fahrzeugpreise irgendwo? Es gibt eine Musik-App? Ja, aber dafür musst du dir aus dem Launcher irgendwas downloaden. Ja. Warte mal, gibt es hier irgendwo Autozubehör? Ich bräuchte vielleicht noch mal ein paar Reifen. Ich hab 10 dabei. Sie wissen selber, dass das nicht reicht. Sniper-Verkäufer, du bist nicht befugt, diesen Shop zu benutzen.
Oh cool, es gibt, guck mal, es gibt 15% auf deinen nächsten Fahrzeugkauf. Du hältst einen 15% Rabatt auf dein nächsten Fahrzeug, das du kaufst. Das gilt für Autos, LKWs, Helikopter, Flugzeuge und Boote. Ist das eine Quest oder? Aktivitätspunkte, 33 kostet das. Bei einem Relog oder Restart geht der Vorteil verloren. Schalte ihn erst mal, wenn du bereits vor Ort bist. Verluste werden nicht erstattet. Geil! Aber hier steht, du hast 3 Aktivitätspunkte. Oh, Moment, wo sieht man das denn bei Aktivitätspunkte? Ich habe aber nur 3. Ich habe 3. Ich habe aber nur 3. Können wir uns also nicht kochen. Fahren wir mal die Tore zumachen. Das können wir nicht, habe ich schon mal getestet. Schade, du benötigst den Schlüssel. Ein UAV-Terminal, mit dem Terminal kann man auch Drohnen fliegen. Gibt es hier jetzt eigentlich einen Ersatzteil? Autoteil-Ersatzverkäufer, oder? Ne, ich glaub hier eher nicht, wa? Natürlich. So, wollen wir Coca-Blätter? Wollen wir jetzt zu Coca-Blätter oder nicht? Oh ja, dann hauen wir den Kurs rein. Gut, aber Sie fahren. Das ist die falsche Richtung. Nein, das. Ich wollte nur mal drehen. Achso, das war ein Test. Jetzt müsste so die Schranke zugehen. Ah, wo wollen Sie denn hin? Nein, Augenblick. Ey, das sind 6 Kilometer. Schaffen Sie das Heil dahin? Ja, klar. ob wir überfallen werden? Gerne klingen. Das wäre doch mega geil. Mega geil. Mega geil. Du meinst auch diese eine Tunte da von Torge, ne? Ja. Die Twitcher. Fresh-Tor, genau. Vorsicht! Vorsicht! Nein! Vorsicht zu sagen. Ich habe uns schon tot gesehen. Ich habe mich um den Pfosten gewickelt, warte mal. Oh, ey. Ich weiß gar nicht, wie das hier ist, ob hier der Medic hinkommt. Wer, der Sigi, der kommt überall hin. Weil wir jetzt in Mexiko sind. Mexiko, ja, stimmt. Viva la Mexiko! Muss ich überhaupt lang? Ich glaube, ich muss jetzt links, ne? Heil Amerika! Vorsicht! Alles gut. Ich schleuder noch ein bisschen, aber hab's gleich wieder. Heil Amerika! Nicht ganz. Remake America Great Again. Genau! Make America great again. Oh, ich peile mal die Lage, wa? Oh, ich mach das mal. Oh, da steht ein Baum auf der Straße, das ist sehr gefährlich. So, fährt sich das doch. Left, right, left. Left, right, left. The military steps. Eho, Captain Jack. Eho, Captain Jack. Left, right, left. Left, right, left. Left, right, right, left. Ernsthaft? bist du wenigstens auch tot? Ja. Wow. Der hat überlebt. Oh Mann, ey. Oder würde ich mal sagen, Cut. Muss ich. Ha! James Carter, ich bin unterwegs. Halten Sie durch. Oh ja, mir schreibt wieder keiner, na klar. Ah, guck mal, da ist er schon 600 Meter. Wäre lustig, wenn er dir schreibt, aber zu mir als erstes kommt. Es wäre aber einfach nur verdient, wenn er mich als erstes aufhebt. Nein. Doch, und ab hier fahre ich weiter. Mach doch. Ich frage ihn mal, ob er weiß, was er tun müsste, um in den Knast zu kommen. 8 Meter? 5 Meter? Ach, er kommt als erstes zu mir. 3 Meter? Er ist bei mir. Bin unterwegs, James Carter, halten Sie durch. Oh, jetzt hat er mir geschrieben. Und er kommt zu mir. Hä? Er kommt zu mir. Das sind dann sind, das, dann sind die durch. Zu zweit. Ja. Aua! Aua! Was? Mikey Mee, bleib liegen! Der Idiot von Autofahrer da hinten kann kein Auto fahren! Ey, au. Das ist ja der größte Rüdiger Carter-Fake, den ich auf der Welt gibt! Aua! Das sag ich meinem Opa! Oh
Moment, mein Name. Mein Name ist Mikey von Beard. Ich weiß, ich kenn sie noch von gestern. Da ist mein Ausweis. Wie ist denn Ihr Name? Thomas Mack, mein Name. Herr Gator! Thomas Mack, der mit dem verfluchten Ort. Den kennen wir doch noch. Den kennen wir doch. Schönen guten Tag. Hä, wieso verfluchter Ort? Was denn verfluchter? Ja, da war doch... Eventuell erinnern Sie sich noch vor 2 Tagen. Da war doch der eine so Ort. Ein komischen Berg. Den sie nicht mochten irgendwie. Arges Dämmer, ja. Arges Dämmer, ich hasse diesen Berg. Das hat man gar nicht gesehen. Also wir sind ja gerade lang gefahren, da sind wir mit der Schalube da gerade gestrandet. Genau, wir haben uns gerade so über Themen unterhalten, wie zum Beispiel, was wir tun müssten, um ins Gefängnis zu kommen. Haben Sie irgendwelche Empfehlungen? Irgendwelche Tipps? Geh zum Polizisten hin, sag ihm, ich schlag dir den Schädel ein, wenn du mir nicht den Schwanz gibst, und spuck ihn an. Ja, das wollten wir ja machen, aber wir haben keinen Polizisten gefunden. Wir wissen Sie... Oi, die sind gerade alle auf Achse, habe ich das Gefühl. Wissen sind Sie wie... Mexikaner? Ja... Wissen Sie wie viel... Wir sind... Muchacho. Moment, wir sind US-Mexikaner. US-Mexikaner. Wir sind auch genau auf... Mit meinem Opa. Da ist mein Ausweis. Mikey von Bert, mein Name. Ich bin genau auf der Grenze geboren zwischen US und Mexiko. Deswegen weiß man nicht genau, wo ich herkomme. Deshalb haben Sie einen amerikanischen Ausweis oder was? Okay. Ja, in neutralen Gewässern sind wir geboren. Das Mexiko hat da nicht mehr mit drauf gepasst. Eine Frage habe ich noch. Schauen Sie mal, an der Reling geboren. Wie lange, wie viele Jahre gibt es, wenn man den Medic als Geisel nimmt? Nur so rein theoretisch gefragt. Man darf keine Medics als Geisel nehmen, weil Medics sind einfach Götter. Das war doch nur als reine Theorie. Du bekommst mindestens 50.000 Jahre. Götter. Nee, das machen wir nicht. Denn da lassen wir was anderes uns einfallen. Wenn man aus Versehen einen Grenzofficer umfährt. Also eigentlich wird der Officer sie tasern und ihnen Strafzettel dafür geben, dass es jetzt nicht so was Schlimmes. Macht er meistens eigentlich auch nichts, also eigentlich ja eigentlich. Ja. Können Sie der Polizei nicht einfach schreiben? Können Sie der Polizei einfach nicht schreiben, dass sie mal eine Einheit hierher schickt, dass sie sagen, dass sie 2 Leute gefasst haben, die Mordpläne schmieden, einen Polizisten umzubringen? Genau, dann brauchen wir noch eine Waffe. Die Cops sind in Mexiko. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Ja, und was macht das? Zweitens, die Polizisten sind gerade bei der Servatenkammer unten beschäftigt. Ich glaube nicht, dass sie dafür gerade Zeit haben. Also, gut, denn, Gator, wir fahren zur Servatenkammer. Das will ich nicht machen. Ihr werdet immer niedergeballert. Ihr werdet nur niedergeballert, ihr kommt nicht in den Knast. Wir wollen ja nicht sterben. Wir stellen uns dahin und sagen, wir ergeben uns so und sagen, wir sind die Anführer der Bande. Nee, genau das. Also es wäre eine Theorie, ja, aber die Cops kennen da nichts und schießen ja einfach eine Kugel gegen den Kopf. Da kann ich dann auch nichts mehr machen. So. Wir sind doch dann drüben in der USA. In den USA werden doch alle erschossen. Stimmt. Dann machen wir doch den Plan mit den Drogen, dass wir uns mit Drogen erwischen lassen. Ja, stimmt. Deswegen würde ich sagen, wir segeln jetzt zu den Coca-Blättern. Am Drogendealer? Nee, nicht Coca-Blättern. Sondern ich würde Ihnen empfehlen, der Drogendealer, da gibt's Ecstasy für $125. Das ist sehr billig. Und da können Sie sich ein paar Ecstasy mitnehmen und dann lässt ihr euch erwischen und ja. Haben Sie 100? Ist perfekt. Oi, wo ist denn der nächste Drogendealer? Der Drogendealer, schauen Sie mal auf der Karte in Mexiko, so ist er. Ja, unter der Packstation. Und zwar da können Sie sich. Oi, das ist ja sogar noch dichter dran als das Coca-Feld, aber jetzt bräuchten wir noch $125, weil da ist kein ATM in der Nähe. Kollege, hast du was? Ich hab $0. Ich hab noch was dabei. Merke, ich geb das mal, ne?
Oh, ich brauche nur 125. Ich werde Ihren Namen... Also ich stelle Ihnen keine Rechnung aus, weil Sie werde, so ein netter Mensch sind. Ich werde Ihren Namen lobend erwähnen. Oder sollte ich das lieber nicht tun? Ui! 1000! Davon könnten wir jeder von uns... Davon können wir uns zwei kaufen, da kommen wir bei den Knast. Oder vier und eins davon benutzen wir. Boah, dann können wir ja noch high durch die Kontrolle gehen. Es gibt sogar... Ich glaube, es gibt sogar Kokain für $60, das weiß ich gerade nicht genau, aber... Oh, dann noch besser, ich danke Ihnen vielmals. Mensch, gut, dass wir Sie getroffen haben. Leute, blaues Meth haut richtig rein, also ich würde euch blaues Meth empfehlen. Kostet zwar ein bisschen teurer, aber Leute, es lohnt sich. Oh, vielen Dank, ohne Sie wären wir als Mörder in den Knast gekommen. Ja, immer schön. Oh, das ist so ein Drogen, den ich gleich viel besser. Genau. Naja, die Herren, wir haben eine Mission zu erfüllen. Wir sehen uns bestimmt nochmal. Ich wünsche beiden noch einen schönen Tag. Schausen. Jo, dem kann ich nichts hinzufügen. Ja, schönen Tag noch, ne? Schönen Tag noch. Moment, ich gebe ihm mal $500. Dann haben wir beide die Hälfte. 500. 500. Alligator. Transfer. So. Danke. Moment, wo ist meine Markierung? Da umdrehen, vorne. Südlich. Siehst du, so macht man rechts, muss rechts. Da fährst du jetzt nicht aufgeholt. Doch. Das noch sind das die Medics in unserer Nähe. Normalerweise kommt ja der THW und will Geld dafür, dass man ihn repariert. Wir nehmen Geld davon. Ja. Von ihm. Weil er uns hilft. Oh, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Oh, stimmt, aber wir haben ja ein Dach über ein... haben wir nicht. Ah. Alter, wie viele Steine. Haben sie sich das Dach nicht mehr leisten können? Nee, das war ziemlich teuer, du. Und normalerweise bin ich es gewohnt, dass ich nur ein Segel auf dem Dach habe. Ach so. Schön, wenn die Gischt ins Wasser spritzt. Was? Gischt? Ich habe keine Gischt. Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Das war das Einzige, was du nicht hast. Alter Rentner, du. Oh, ich bin nicht alt. Ich bin noch knackige 88. Ja. Knackig trifft's in dem Fall. Wer das anders fahren können? Anders, papalapap. Luftlinie. Total sinnlos. Jetzt kommen wir wieder auf die Straße, auf die wir, der wir eben hätten folgen können. Jetzt werden wir überfallen. Kurz vom Drogendealer. Okay, also Medics gibt's hier, aber keine Polizei. Ich hab Polizei. Hier sitzt Polizei. Bestimmt irgendwo jemand und beobachtet den Drogendealer, wartet bis einer kommt zum Verkaufen. Ja, grundsätzlich ist das so. Aber wir kommen ja nicht zum Verkaufen, sondern zum Kaufen. Oh. Das ist ja normalerweise Goldmine hier gewesen, ne? Der Hupen noch. Guten Tag! Ich hätte gern ein Päckchen. Was haben Sie denn im Angebot? Aber die besten Waren würde ich meinen. Ich nehme Kokain, Heroin und LSD. Ich glaube, das sollte reichen, oder? Kokain. Kaufen. Ich nehme noch Meth mit, glaube ich. Oder nehme ich da noch 1 Gramm und Marihuana. Oder Magic Mush. Nee, Magic Mush. So, und jetzt habe ich kein Geld. Ecstasy. Ha, vielen Dank für Ihre Geduld. Auf Wiedersehen. Das Marihuana pfeife ich mir gleich rein, falls sie nämlich noch einen Drogentest machen wollen, dass wir auch wirklich high sind. Aber Marihuana habe ich auch dabei. Und ich das machen wir aber nicht jetzt. Oder? Ich glaube, das, was wir jetzt gekauft haben, fällt auch nicht mehr unter geringer Menge.
Eigenbedarf? Der Eigenbedarf. Ich weiß gar nicht, kontrollieren die? Kontrollieren doch eigentlich gar nicht, oder? Doch, doch. Oder die in drücken, unseren Rucksäcken? Aber nee. Ja, aber die drücken Windows-Taste und dann wird das ja angezeigt. Illegale Gegenstände dabei. Und dann bla 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 dies und das. Oh, unglaublich, Mike, ich fuhr mehr als einen Kilometer unfallfrei. Ja, das gibt's. Rekordverdächtig. Das muss man gleich klippen. Klipp das. Guck mal, ich schaffe es jetzt auch zum Checkpoint unfallfrei zu kommen. Wollen wir auf die andere Seite vorher, über die illegale? Wobei, nee, das ist eine Riesenrunde. Der Checkpoint ist auch sowieso noch nicht besetzt. Kannst du bitte auf der Straße fahren? Anstatt parallel? Ich wusste, dass hier die Straße kommt, deswegen habe ich die Abkürzung genommen. Mhm. Wenn der Checkpoint jetzt nicht besetzt ist, warten wir so lange, bis er besetzt ist, dann fahren wir durch. Und wenn sie fragen, was wir in Mexiko wollen, dann sagen wir, ja, ein bisschen Heroin verkaufen, LSD, Kokain habe ich auch noch dabei, das wollen wir alles verkaufen. aber wenn es hier... Ach nee, man muss ja nach USA, nach Amerika, um den Kram verarbeiten. Nee. Man farmt den Kram in Mexiko. Ja, aber illegal unten. Er ist ja über die Brücke. Ja. Oder man lässt es... Der schnellere Weg wäre durch einen Checkpoint. Nee. Obwohl, eigentlich nicht. Eigentlich hätte man die Verarbeiter in Checkpoint-Nähe machen sollen, damit der schnellere Weg durch einen Checkpoint ist. Weil du gehst, guck mal, du gehst Coca-Blätter, dann gehst du unten, da wo in Live Your Life der Drogendealer war, Kokainproduktion. Ja, und dann fährst du wieder über die Brücke zurück. Ja. Gibt's kein Problem. Coca ist easy. Mhm. So, ich schafft das unfallfrei bis durch den Checkpoint? Ich wette nicht. Ich wette 1 Million. Oh, wette ich gegen. Oh, nee, das ist ein bisschen... Nee, wette ich nicht gegen, also es ist ein bisschen sehr viel. Ja, falsch rum. Diese Anzeigen wechseln viel zu schnell, wir suchen dich. Stand da. Oh, das steht, das ist so Reklame, das ist unwichtig. Aber die suchen uns. Ja, aber nicht mich. Guck mal, da ist wieder Stacheldraht im Angebot gewesen. Der Checkpoint ist immer noch nicht besetzt. Das ist ärgerlich. Können wir denn so lange machen? Das ist alles aus. Wie viele Cops sind denn überhaupt im Dienst? Oh, ein paar. Ja, guck mal, ein Quad. Ja, das ist ja Quad. Ja, was machen wir? Wollen wir uns am Flughafen ein Schließfach kaufen? Wir können zu einem Heli zusammenlegen. Wir kaufen uns jetzt beide die Lizenz. Wir kaufen uns erstmal ein Schließfach. Muss man dann eigentlich mit dem Heli dann immer noch über den Grenzposten? Müssen wir dann immer landen? Ja, hallo! Moment, ich aktiviere mir die Quest. Wie hieß sie noch gleich? Dein erster Trip. Aber die TMS-Akkus sind die gleichen, nur. Drogen sind doch was Schönes, nicht? Du hast die freie Wahl. Wollen wir das jetzt machen oder später? Nein, mach das erst einmal, bevor wir dort sind. Auch das ist Arbeit. Serienwagen sind was für Anfänger. Wo war denn jetzt noch das mit dem... Kannst du bitte einfach aussteigen, dann kann ich fahren. Sind hier ungeduldige Leute? Eventuell. Ach ja, da muss ja noch einer einkaufen. Das fällt ihnen aber eigentlich recht früh ein, wenn ich das mal so anmerken darf. Nee, ich mach das extra halt abends. Also spät. Oh, ist der mit seinem Quad? Ist da... Oh. Polizei. Nee, da ist weil da ist einfach ein bisschen angenehmer zu fahren. Ne, da ist er mit dem Quad da vorne. Dort ist wahrscheinlich ein Unfall verursacht, ist weitergefahren. Doch, es gibt noch Quests, die wir machen können mit hinfahren, aber die sind halt so irre weit weg. Polizei. Aber. Herr Gator, da ist Polizei. Das sehe ich.
Wer sind die wegen uns hier? Nee, ich glaube nicht. Ey, wir haben der Dings. Drogen. Ja, Drogen. Hinterherfahren. Juhu. Drogen. Leck des Todes. Ja, ich weiß. Das ist gar keine Polizei, glaube ich. Ne, fahren Sie weiter. Einfach nicht beachten. Erstmal anhupen und jetzt weiterfahren. Das sind gar keine Polizisten. Bei mir hat das auch nur einfach so ein blaues Auto. Ja, aber ich habe doch Tatütata gehört, deswegen ja, dachte ich, das wäre Polizei. Aber das war kein Polizei. Ja, wo wollen sie hin? Sie sind am Schließfach-Dings vorbei. Wer will sich denn Schließfach kaufen? Ja, wo ich. Denn? Ja, um die Drogen einzuspeichern, falls sie nicht... Kannst du nicht. Wow. Einzulagern, falls sie nicht gespeichert kannst, werden, wenn illegal, wir disconnecten. Nicht einspeichern. Werden sie denn gespeichert, wenn wir disconnecten? Nein. Warum nicht? Glaube ich nicht, weiß ich nicht. Ja, auf Live Your Life war es so. Da vielleicht ist das ja auf diesem Server anders. Das ja, Frau, ja, sie fahren jetzt schon zum zweiten Mal vorbei. Ja, dann sag doch, wo das ist. Ja, das ist da im Gebäude drin. Links von uns. Jetzt. Das. Links, 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 links. Genau. Und jetzt am besten mal auf den Parkplätze parken. Komm ich rum? Ja. So. Dann steig aus jetzt. Schließ doch nicht ab. So, Moment, ich suche eigentlich immer noch die Quest mit dem Schließfach. Welche waren das jetzt? Tritt den Hedge Angels bei. Ja, später. Sei ein Amerikaner, nur als Amerikaner möglich. Oh, krass. Aktivieren Sie mal Gott segne Amerika. Dann kriegen sie auch 25.000. Unterstütze den Server. Hol dir im Forum eines der folgenden Spendepakete. Nö. Selbst wenn wir zusammenlegen, kommen wir dann. Kaufe eine beliebige Tankstelle. Nee. Mehr Leute, mehr Gepäck. Deine Gang braucht. Ach, Lagerhalle. Ein Schritt weiter. Tritt. Oh, das ist anscheinend vorbei. Die eigenen Füße zieh. Nutze die. Ganz schön nass draußen. So, was soll ich? Gott segne Amerika? Ja. Oh, wo ist jetzt diese scheiß Quest mit dem Schließfach? Es Sicherheit geht Geld. Vor, heißt starte das. Einen Job im Jobcenter. Das heißt, Sicherheit geht vor. Das ist hier auch so schön da, aber es gibt halt nichts, aber ich will, dass die Quest verschwindet. Was kostet ein Schließfach? Habe ich Polizei? Ja. Ist das oben? Die kommen übrigens gerade wieder zurück. Hallo! Ich glaube, das ist eine Etage höher. Hier sind wir falsch. 50.000. Oder 500, ich kann es nicht erkennen, weil das immer wegscrollt. 500.000! Ja. Alles klar! Schnell wieder weg! Hat keiner gesehen. Wo ist denn, gibt's hier einen Lizenzen-TV? Nee, ne? So, jetzt lassen sie mal zum Dings fahren, zum Checkpoint. Vielleicht ist er ja jetzt besetzt. Und dann aktivieren wir erst der erste Trip. Und dann das erste Mal im Knast. Nein, die Standbilder sind nicht im Stream, die habe ich auch. Ich sag's nur. Wir gucken jetzt. Wir fahren die falsche Einfahrt und nehmen auch die falsche Ausfahrt. Ei! Immerhin sind wir uns treu. Hoffen wir mal, dass wir jetzt weiterkommen. Also, nicht genau. Weiterkommen, aber. Wir wollen den Knast. Wenn wir im Knast sind, machen wir auch Feierabend. Obwohl, man kann im Knast nicht disconnecten, glaube ich.
Gut, mit Alter 4 geht das, aber dann riskierst du einen Bann. Wir können ja noch versuchen, die zu bestechen. Ja, aber wir wollen ja in den Knast. Ja, dass wir die halt, destruktiv quasi bestechen, also das ist... Mal sehen, wenn der Checkpoint noch nicht besetzt ist, fahren wir oben auf eine Mauer rauf. Mal sehen, was die dann sagen, wenn wir da runterkommen. Und? Sind die Tore auf oder zu? Auf. Moment. Ich hab richtig harte Standbilder gerade. Aktivieren Sie wieder die Quest erstes Mal im Knast. Das erste Mal im Knast. Ja, erstmal nur Drogen nehmen. Ja, aber nicht, dass wir das vergessen. Die Drogen können wir später immer noch nehmen. Die können wir ja kurz bevor wir eingebuchtet werden nehmen. Oder wenn wir einen Polizisten sehen, der uns da kontrolliert. Die tasern und fesseln uns ja nicht direkt. Ja, davon gehe ich auch nicht aus. Ist bei der Asservatenkammer noch die Safe Zone? Ja. Dann sind sie da auch noch nicht fertig. Aber nee, eigentlich, es stand halt im Chat und jetzt guck mal unten, siehst du gerade, SH hat wohl den Überfall gemacht, dass sie jetzt alle respawnen. LOL! Guck mal links! What? LOL! Oh, geil! Hier ist eine Rampe! Du kannst hier rüber jumpen. Das müssen wir irgendwann unbedingt mal machen. Gibt's hier Nitro-Boost? Ich hoffe. Guck mal, und hier ist kaputt, die Mauer. LOL. Also, Herr Gator, Sie wissen, was unsere Mission für die nächste Folge ist. Ob wir das mit dem Ding hier schaffen, ohne Nitro-Boost? Ich glaube, da klatschen wir volle Kanne gegen die Mauer. Ich glaube, wir kippen einfach nur so vorne. Ja. So Quatsch. Das müsst ihr aber mit der Sportlimo machen. Oh, ich wollte gerade sagen, du fällst gerade aus dem Auto. Moment, nicht das Ziel. Was hat er gesagt? Entschuldigung, hab's jetzt nicht verstanden. Da hört die Brücke auf. Mensch, fahr doch mal vorsichtig, du. Ich fahr immer vorsichtig. Mann, könnt ihr da jetzt mal schneller machen? Ich will jetzt in den Knast. Also Bullshit. Ja, eben Schwerverbrecher so warten zu lassen. Gut, ich meine, die Drogen haben uns ja so eigentlich nichts gekostet. Also wenn sie nach Server Reset weg sind, ist gut. Und wenn sie nicht weg sind, ist auch gut. Das stimmt allerdings. Wir könnten uns mal ein neues Auto, wobei wir kaufen uns kein neues Auto. Ne, der ist doch gut hier. Ronny Pistole. ist Spitzengeschwindigkeit bei dem Ding. Ja, das kann ich so schnell. Wow. Oh, da steht irgendwo, da steht ein Quad quer. Na ja, hier. Was haben sie gesagt? Was? Na, das Quad, guck mal da unten. Ja, sehe ich. Ob der uns gesehen hat? Hallo! Hallo! Da unten, hallo! Wie ist die Luft da unten? Hallo, wie ist denn die Luft da unten?
ganz gut. Ah, hier oben ist auch ganz auszuhalten. Wo wollen Sie denn hin, mein Jürgen? Das weiß ich selber noch nicht. Ja, wir wollen eigentlich in den Knast und warten auf den Polizisten. Wieso warten Sie auf einen Polizisten? Ja, weil wir in den Knast wollen. Wir wollen uns den mal von innen angucken, ob der auch wirklich gut gearbeitet ist. Wissen Sie, ich bin Knasttester. Ich bewerte die Gefängnisse, ob die auch wirklich sicher sind. Sind Sie Mexikaner? Nein! Ahoi. Nee, wir sind Amerikaner, nicht nur das Deutsche. Wir sind US-Mexikaner. Oh. Was? Wir sind US-Mexikaner. Okay. Ich wurde genau auf der Grenze geboren, mitten im See. Auf See. Ahoi. Richtig. Das sind neutrale Gewässer. Da sind wir gar nichts. Da sind wir US-Mexikaner. Ahoi. Nur in meinem Ausweis steht Amerika, weil das Mexiko da nicht mehr mit draufgepasst hat. Also mussten Sie sich für eins entscheiden. Genau, genau. Also in meinem Ausweis steht, was stand nochmal in meinem Ausweis? Amerikaner steht da drauf. Huch. Ach, genau, da. Moment, ich habe ihn gerade in der Hand. Genau, und ich wurde an der Reling 11 auf dem Kutter geboren. Vor 88 Jahren. Vor 88 Jahren noch Knasttester. Genau, ja, den Job, den mache ich schon sehr lange. Und der ist irgendwie seit bei gestern. Mir. Genau, den mache ich schon sehr lange, seit gestern. Seit gestern, ja, das ist wirklich sehr lange. Ja, du bist ja lange Zeit. Vor allen Dingen als Knasttester. Und man bekommt noch eine ganze Stange Geld, ne? Als Knasttester, da kommst du hier in den Knast und dann hast du erstmal 10 Jahre Zeit, dir den Knast anzugucken. Und du wirst dafür noch bezahlt. Dann gib eine ganze Stange Geld. 10 Euro mindestens. Ei. Ei. Immer dieser Wechselkurs. Genau, und das hier, das ist mein Begleiter, der soll den Job, das Amt nachher weiter übernehmen. Ahoi. Ach, Sie lernen ihn an. Genau, genau. Ja, so kann man das sagen. Ja, nur fehlt jetzt nur noch ein Polizist, der uns den Knast zeigen kann. Ei, dort ist ein Problem. Ei. Aber ich höre Helikopter. Kann ja auch mal hochkommen. Kommen Sie mal hoch. Mach ich. Er ist auch gerade schon durchgefahren. Oh, guck mal, die wollen ihn verschleppen. Hm? Die wollen ihn verschleppen. Hallo! Warum hat denn der eine Waffe dabei? Packen Sie mal die Waffe weg! Was sind denn das für Töne? Oh, das will ich nicht gesehen haben. Oi! Ich seh alles! Hallo! Hallo! Guten Tag! Wie ist denn die Luft da unten? Oh, Sie haben es geschafft. Schönen guten Tag! Guten Tag, Sir! Ob das verboten ist, hier oben zu sein? Ja, ich glaube schon. Also ich habe keine Schilder gesehen. Ein Schild. Genau, ich habe keine gesehen. Na doch, 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 da ist ein Schild. Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Wenn Sie da gucken. Moment, was steht denn da drauf? Military Area, gut. No Entry. Aha. Oh. Naja, wir sind aber quasi vom Militär. Genau. Quasi. Also. Meine, wo kriegt man sonst solche Rucksäcke? Genau. Den haben wir uns im Militärsupermarkt gekauft. Exakt.
Ja, dann gehören sie auf jeden Fall zum Militär. So, jetzt sagen sie mal, wo dann bleiben jetzt hier die Cops? Ist doch hier mitten am Tag. Sind so wenig im Land, oder wie? Ja, weiß ich nicht, Herr Gator. Die waren gerade noch beschäftigt, wo du uns gesagt. Wissen sie, ich hab einen Schmachter. Die müssen aber langsam fertig sein. Ich steck mir jetzt eine Zigarette ein. Das heißt an. Man steckt die sich an, nicht ein. Ich meint, eingesteckt habe ich sie ja schon. Ich meinte ja auch an. Ich steck mir jetzt die Zigarette ein. So, wir haben uns gegenseitig noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Mikey von Bert. Guten Tag. Oh, ich bin der Matteo. Wir, Matteo? Genau. Oi, freut ich bin mich, der Gator, a.k.a. Captain. Freut mich, Sie kennenzulernen, Sir. So, Herr Gator, ich kann nicht mehr warten. Ich steck mir jetzt eine Zigarette an. Nein, lass ich Sie warten, damit jetzt gefälligst. Und wo ein Schritt weiter? Nee. Sie wissen, dass das keine Zigarette ist, was Sie da haben. Herr Gator, ich kann nicht mehr. Ich habe jetzt einen richtigen Schmachter. Ich muss jetzt eine nehmen. Nein, Sie lassen das jetzt. Ich schmeiß ihn nicht raus. Erstens ist das keine Zigarette und zweitens ist das nicht gut jetzt für den. Uiuiui. Oh, das tut so gut. Oh. Ja. Das tut gut. Oh, so lange habe ich auf diesen Augenblick gewartet. Oh, da sieht die Welt gleich ein bisschen grüner aus. Oh, schön. War ein bisschen Grünzeug in der Zigarette, hä? Hey, ja, ein bisschen, ja. Aber das Spritzchen, was sie mir gegeben haben, das will ich nicht benutzen. Nee, das war auch besser nicht, nee. Oh, Herr Gator, Sie müssen das ist auch... unser Plan B, falls Sie uns nicht reinlassen wollen. Herr Gator, Sie müssen auch einen Zug nehmen. Ich nehme keinen Zug. Doch, das tut gut. Nee, nicht den Zug. Nee, wir haben doch hier unser Auto, da brauche ich keinen Zug. Nee, ich meinte von der Zigarette. Nee. Oh, wenn Sie die Puff-Puff-Pass regeln können, dann würde ich ja einen Zug bekommen, aber ich stecke mir jetzt keine an. Nicht Jogorette, sondern Zigarette. Kann man Jogorette rauchen? Bestimmt. So, wo bleiben jetzt die Cops? Soll ich mal Just for Fun schreiben? Überfall am Kontrollposten? Das ist eine gute Idee. Das hört sich gut an. Oh, ich glaube nicht, dass da jemand anspringen wird. Moment, wo ist denn das nächste Polizeipräsidium? Und Not gehe ich morgen einkaufen, wäre auch nicht das Problem. Schon wird's verschoben. Oh, tatsächlich. Nicht so eilig. Aber glauben Sie, da ist jemand? Also aber ich werde nachher noch was zu essen machen, welche Punkte. Ein Polizeiwagen angefahren. Oh ja, wir können ja mal vorbei. Aber da werden wir doch nicht kontrolliert. Wir müssen kontrolliert werden. Oh, ich qualme immer noch. Das war eine lange Zigarette. Aber ich glaube, die sind sehr beschäftigt. Ich glaube, wir werden da auch keine finden. Weil wenn hier keiner ist, wird da bestimmt auch keiner sein. Naja, Herr Gator, wir warten noch. Ich meine, die haben ja nicht so viel abzudecken und da werden ja wohl, also die werden ja wohl mal daherkommen irgendwann wieder, oder? Genau, weil ich schmeiß auch die ganzen Drogenschmuggler, die jetzt hier durchfahren, also das kann ich nicht gutheißen. Nee. Deswegen, ich glaube, da kommt bald jemand. Hier? Bestimmt.
Oh, was machen Sie eigentlich überhaupt hier? Darauf nehme ich erstmal einen Schluck Kühlflüssigkeit. Ich wollte eigentlich einfach mal versuchen, als Mexikaner über die Grenze zu kommen. Ja, war leichter als gedacht. Oh, hört das. Prost. Sieht gut aus. Jetzt stehen sie sogar auf der Grenze. Ja, noch besser. Trinkt er gerade wieder seine Kühl? Ah. Ich hab dir gesagt, du sollst aufhören, die Kühlflüssigkeit zu süffeln. Eigentlich hatte ich auch vor, irgendwie in den Knast zu kommen. Oi. Ich wollte ja, hier rein, schließen sie sich wollte versuchen an. Rüber. Ja, das kann ich machen. Wie war noch gleich Ihr Name? Können Sie rüber zu kommen? Können Sie mir mal Ihren Ausweis zeigen? Wäre mir schon klar gewesen, dass... Den Ausweis. Ja, genau, Ihren Ausweis. Ich hab Ihren Namen vergessen. Mein Kopf. Ich qualme immer noch. Das war ist eine sehr lange Parkinson. Zigarette. Habe ich das richtig gemacht? Haben Sie ihn gesehen? Nee, das machen Sie mit den Windows-Tastenmuskel. Ah, ja, genau, so war das. Ah, Herr, da, Matteo Flores. Ah, richtig. Schönes Bildchen. Tja, bitte schön. Ja, danke. Bitte, ich glaube, damit kommen Sie in den Knast. Das will ich hoffen. Oi, das ist ein richtiger mexikanischer Ausweis, du. Das ist der erste, den ich sehe. Oh, Moment, den habe ich gleich drauf. Können Sie mir den nochmal zeigen? Natürlich. Wie sieht denn meiner aus? Wo steht denn das? Ja, du musst den Hintergrund anschauen. Estados Unidos Mexicanos. Ei! Exakt. Ei, Muchacho. Bei mir steht United States of America. Das habe ich gesehen vorhin. Ha, guck mal, die Zigarette habe ich immer noch nicht ausgeraucht. Immer noch nicht. Du solltest vielleicht auch mal ziehen, Junge. Ach so. Ja gut, das muss man hier auch noch machen. Sieht man den Qualm überhaupt? Nein. Echt, bei mir qualmt das. So ganz leicht. Nee, gar nicht, sieht man nicht. Leider nicht. Ich denke immer, es kommt ein Helikopter, aber das ist der Typ, der rauscht, ne? Mhm. Nein, warte mal, da kommt ein Helikopter. Irgendwo aus der Richtung kommt ein Helikopter. Ei, ich höre ein Helikopter, hoffnungsweise die Polizei. Das sieht nicht nach Polizei aus. Herr Gator, der ist da nur lang geflogen. Guckt ja, wenn ich rückwärts laufe, sieht man dann den Qualm? Nein. Bei mir qualmt das. Siehst du hier Qualm? Nee, ach, hast du auch eine genommen? Nein, aber sieht genauso aus. Aus meinem Mund kommt Qualm. Das ist ja noch nicht fertig. Hast du wenigstens noch den Effekt oder ist der nicht mehr? Nö, da, ich weiß gar nicht, sollte da ein Effekt kommen. Ach so. Ach, stimmt, das hatte doch, das hatte Sascha mal angemerkt, dass es wohl so ist, dass man, wenn man Drogen nimmt, dass es dann einen Qualm gibt oder so, dass man das halt von außen sieht, dass auch die Polizei weiß, der hat mal Intus. Ja, aber wenn nur ich den Qualm sehe, dann bringt das ja nicht so viel, wa? Das stimmt. Vielleicht sehe ich auch den nur nicht und er sieht ihn aber. Oh Gott, da kommt was. Ja, aber nicht die Polizei. Natürlich auch keine Polizei. So negativ. So verstanden, komm.
Einsatzleitung für Charlie, ja, Einsatzleitung für Charlie, komm. Charlie. Oh, ist doch gut, Charlie hört dich trotzdem. Vielleicht kannst du ruhig mich, Jürgen. Ich wollte doch nicht sorgen. Tut mir leid. Ich vermisse Charlie. Jo, ich weiß doch, er ist mit seinem Kumpel verloren. Oh. Ja, Charlie, Ende. Charlie, niemals sagt Ende. Ein Problem, wie jetzt hier mit dem da unten. Will er sich mit uns anschließen? Der wartet bestimmt auf Polizei und will kontrolliert werden oder so. Ha, was für ein Vollidiot. Ja. So, ich hab die Tränen weggewischt. Aber erinnern Sie mich nie wieder an Charlie. Oh, das werde ich nicht machen, vertrauen Sie mir. Oh, und auch nicht an die Einsatzleitung. Auch nicht an Eufer. Was wär's, Alpha? Auch niemand. Einsatzleitung für Charlie kommen. Das hast du aber jetzt nicht in-game gesagt. Ja. Hast du nicht in-game gesagt. Nee, hab ich nicht. Nee, deswegen springe ich da jetzt auch nicht drauf an. Oh. Charlie hört. Komm. Das war auch nicht in-game. Habe ich auch nicht gesagt. Mann, wo bleiben die denn jetzt? Jetzt will man mal in den Knast und jetzt darf man nicht. Wenn man nicht in den Knast will. Ist auch ein Kammer, gibt's hier eigentlich irgendwas anzugucken? Was meinen Sie, wo? Ja, ich meine, da ist eine Cocktailbar. Ich habe auch keine Cops. Hallo, sind Sie Polizei? Wir wollen kontrolliert werden. Ja, aber Sie sind keine Polizei. Nee, aber ich kann dir eine Körperkontrolle geben, wenn du willst. Nee, das will ich nur. Das will ich nur von der Polizei. Denn nur die Polizei kann mich auch in den Knast bringen. Sie wollen den Knast? Ja, ich habe den Herrn schon gesagt, ich bin Knasttester. Ich überprüfe die Gefängnisse. Ob sie gemütlich sind oder nicht gemütlich, ob sie ausbruchsicher sind. Wer sieht aus wie Hitler? Der Typ in Weiß. Ja, mit seiner Friese. Ja. Der hat Hitler dabei. Ja, da müssen sie mal eine Regierung anfragen. Also Regierungsanfrage. Ja, oder können sie nicht schreiben, dass sie hier gerade überfallen werden? Wieso? Werde ich doch gar nicht. Okay, dann. Hände hoch, das ist ein Überfall! Los, Hände nach oben und Geld her! Sie oder wir gucken! Sehen, wenn ich mein Handy in die Hand nehmen würde. Bitte? Okay, ich ruf mal die Cops an und sag, dass hier komische Gestalten rumlaufen. Genau, schreiben sie auch, dass die in den Knast wollen, sonst bringen sie jemanden um. Ja, genau. Und ja. Genau. Aber erwähnen Sie nicht meinen Namen. Gut, den wissen Sie sowieso nicht. Meinst du, der weiß deinen Namen nicht, Mikey? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass der weiß, dass ich Alligator heiß. Oi, okay. Und ich glaube nicht, dass der weiß, dass du Herr Mikey von Bert bist. Das glaube ich nicht. Ich habe mir ja nicht meinen Ausweis gezeigt. Woher soll er noch wissen? Ich glaube, die halten uns für dumm. Zwei, drei Vollpfosten. Bitte? Seid so ein paar Vollpfosten da oben. Was? Ich bin kein Pfosten. Und schon gar nicht voll. Ich wollte mich voll laufen lassen, aber ich konnte kein Alkohol kaufen, weil ich nicht weiß, wo ich in Amerika Alkohol herkriege. Kavala, da gibt's so eine Bar auf dem Marktplatz. Ja, aber Kavala ist. Da eine Cock-
Wir sind es aber gibt hier nicht auch eine Cocktailbar Kavala. Direkt in die Ecke. Hier ist auch eine Cocktailbar. Wo? Warum sagt mir das keiner? Hier. Das stimmt. Direkt hier. Wo? Ich sehe keine. Hier, an der Tankstelle. Du musst nur hier, King Door. Ach, da drin, unten. In dem Gebäude. Oh, das ist ja wirklich um die Ecke. Wir machen es dann mal wieder. Tschüssi, die Cops kommen jetzt, glaube ich, gleich. Ja, schönen Tag. Ey, vielen Dank, Chosen. Naja, aber jetzt haben wir ja Drogen statt Alkohol, wa? Oh, wir können uns aber auch volllaufen lassen, bis die Polizei kommt. Wollen wir uns volllaufen lassen? Gibt's hier denn Geldautomat? Ich hab nämlich kein Bargeld bei. Ja, ich glaube, da ist einer drin. Ah, jo, gut, da ist einer drin im Gebäude. Dann fahren wir mal zur Cocktailbar. Haha, Cock. Ich lass mein Quad hier stehen. Ja, ey, wo geht's hier überhaupt lang? Aber Sie wissen schon, dass bei uns einsteigen auf mitfahren auf eigene Gefahr ist, ne? Ist kein Problem. Sollten Sie nicht vielleicht die Türen zumachen, sonst fallen Sie nachher noch ab und dann zieht das hier in dem Auto. Ja, ja, ich schon besser. Die Kirche nicht. Ging doch hier lang, ne? Jo. Vorsicht, Alter, da ist ein Zaun. Den hab ich gar nicht gesehen. Vorsicht, da ist ein Zaun. Oh! Moment, zufällig habe ich noch zwei Reifen dabei. Oh, ich habe auch dabei, alles gut, den habe ich. Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Das ist der kleine Zaun, der da rausragt. Ich mach, ne? Oh! Oh, ich hab wohl doch keinen Reifen mehr dabei. Sir, Ihre Hose ist rot. Aber wie doch, gesagt, bei uns ist Einsteigen auf eigene Gefahr. So, Vorsicht auf die Straße achten. Oh, lol, das kann ja mal passieren. Das leckt aber mega hier auf der Brücke. Ja, ne? Als Beifahrer, aber nicht als Fahrer. Ja, deswegen. Das meinte ich ja auch. Was, jetzt links oder rechts? Rechts. Alkohol! Oh, ha, hier ist tatsächlich ein Geldapparillo. Wollen wir mal kicken, was es so gibt? Oh, aber nicht im Markt, sondern in der Cocktailbar. Boah, ich krieg dich! Was? 1500? Oh, dann ich sag... Das ist aber nicht. Ich krieg's nicht mal an, wie denn jetzt hab ich's. Also 1500 dafür und für Bier? Ich geb 5. 6000. Ich geb 6000 aus. Das ist aber nicht ganz günstig. Moment, ich kauf mir 1, 2 Bier und Whisky. Ich hab nur Geld für einen Moonshine oder was das ist. Oh, ich bin jetzt auch pleite. Gut, dann ab auf die Brücke, da genießen wir das. Ich fahr. Ja, fahr du. Wir sind da jetzt die Illegalität in Person. Wir haben Drogen, wir haben Alkohol und wir befinden uns auf verbotenem Gelände. Wir brauchen einen Anwalt, der quasi alles Schlechte aufzählt. Oh, hier hätte man auch langfahren können. Beach.
Mann, Mann, Mann. So viel Aufwand, nur um in den Knast zu kommen. Und wieder kommt keiner. So, ich muss mich nochmal... Stößchen und Bröschen. Moment, ich lehne mich nochmal kurz zurück und dann können wir anstoßen. Keiner zu kommen. Okay, aber ich hoffe... Sir, wissen Sie, wir haben ja jetzt die Taschen voll Alkohol und hier ist ja auch bald Sonnenuntergang und so. Wissen Sie, ob wir den Alkohol nach der Sonnenfinsternis immer noch haben oder ist denn alles vorhin wie über Nacht ausgeraubt? Ach, das müssten Sie eigentlich behalten. Genauso wie Ihr Wasser und Ihr Essen. Gut. Naja, ich meine, wenn das nicht so ist, dann ist das halt so. Dann stößen wir jetzt kurz an auf ein Bierchen, dann verlieren wir nicht. Dann wird uns nicht alles geklaut und ich würde mal sagen, Prösterchen. Prost. Prost. Ja, verwenden. Oi, oh. Oh. Moment. Das ist gut. Ah. Oder genauso stand wieder weh? Der Whisky haut noch rein. Guck mal hinter dir. Ich sehe das. Oh, schön. Aber ganz ehrlich. Aber da passiert nicht viel. Irgendwie habe ich mehr erwartet. Och, du hast jetzt 0,08 Promille. Na, jetzt habe ich auch 0. Jetzt. Naja. Gut, dann würde ich mal sagen, fahren wir jetzt nachher hier zur Garage, die am dichtesten dran ist. Und machen Schluss für heute. Gut, Sir, ich glaube, da die Cops hier nicht kommen, weil, keine Ahnung, heute ist wohl die Grenze offen, würde ich mal sagen, trennen uns unsere Wege hier. Und ja, wir gehen jetzt nach Hause und legen uns ins Heierbettchen. Machen Sie das. So, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke, danke. Oh, danke. Oh, Moment, Sir, ich hab doch was für Sie. Ich hab Ihnen noch eine Banane gegeben. So, Prüsterchen, Sir. Schausen. Danke, ciao. Scheiß Tür zu machen. So, ich glaube, wenn wir das nächste Mal starten, habe ich auch mehr Speicherplatz, dann ist die 90 GB Folge nämlich weg. Und dann würde ich auch mal sagen, dass wir meine... Diesen Zaun? Warum ist da so ein Scheißzaun? Habe ich überhaupt nicht gesehen. Lol, ist mir in den Boden reingebackt. Ja, also als Beifahrer backt das hier auf der Mauer total. Was ist eigentlich mit der Maus? Nee, mit WASD. Okay, weil du manchmal so seltsam fährst. Andere Richtung. Nee, das ist richtig hier. Welche Garage willst du? Airfield. Wie weiter weg als die andere, aber na gut. Hey, war da eine Garage? Ja, ist schon mal ein Telos. Ach, wir fahren jetzt zum Airfield. Das ist halt lustig, so stehen da, ja, was ist näher dran, Airfield oder Atira? Ja, Atira, das ist näher dran, lass mal einen Kilometer weg. Ja, lass Garage, wo fahren wir hin, Telos oder Airfield? Ja, Airfield ist näher dran. Ja, scheiße, Telos ist einfach direkt neben dran. Ich glaube, deine Abstands-Dings ist nicht so der Hammer. Doch, das muss so. Sehr gut, dann hoffe ich nur, dass es jetzt nicht regnet, weil ich habe keinen Bock beim Regen einkaufen zu gehen. Das regnet nicht. Laut Google haben wir es trocken. Sehr gut. Den Grot. Laut aus dem Fenster gucken haben wir das auch trocken. Ja, Fenster ist dunkel. Was? Dunkel? Ja, wenn ich rausgucke, ist dunkel. Hat jemand voll die Einfahrt verpasst? Oh, die ist Polizei. Wollen wir das riskieren oder wollen wir Feierabend machen? Ja, mach, riskier's. Riskieren? Oder Feierabend machen, ich weiß nicht. Nee. Alles klar, schieß halt direkt. Hast du nur gemacht? Ne, der schießt in die Luft. Hä? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Hä? Bei mir hat's erstens geruckelt und zweitens, was ist da gerade passiert? Ja, er hat halt in die Luft geschossen, die haben Blaulicht und Sirene und alles angemacht. Wir sind neben uns angehalten kurz und sind dann weitergefahren. Ja, das hab ich gesehen, ja, aber hä? Huch, ich bin an der Garage vorbei. Hab ich nicht verstanden, also machen wir Feierabend. Dunkel. Ja, also für mich ist es dunkel. Wenn ich rausgucke, dann sehe ich nichts. Ich habe natürlich noch Innenhof, das muss ich noch dazu sagen, aber... Hier ist Tag hell! Ich guck raus und da ist dunkel, da sehe ich nicht viel. Wie also ich kann nicht sagen, ob es befindet sich kein Fahrzeug in der Nähe des NPCs. Meins ist. Ach ja, stimmt. ich wusste natürlich, dass das ihr Auto ist. das war ein Test, ob sie aufpassen. Na gut, dann machen wir Schluss an der Stelle. Ja, ich werde jetzt mal sagen, kurz speichern. Wenn ich rausgucke, sehe ich nichts. Aber wenn ich rausgucke, sehe ich Tachel. Oh, außer... Apropos! Ich habe auch noch eine Gardine, muss man auch dazu sagen. Apropos Tachel. Das Dashcam-Video. Haben Sie das gesehen? Ja, das habe ich gesehen. Warum haben Sie... Ich habe es nicht geliked. Warum nicht? Weil es mir nicht gefiel. Dann gefällt mir das Stream jetzt auch nicht. Nein, das habe ich nur vergessen. Oh, nein, Spaß. Ich habe es nur vergessen. Es ist natürlich... Dashcam-Videos, weißt du doch, sind beste. Ja, eigentlich wollte ich ein 30-Minuten-Video machen, weil ich hatte eigentlich 1 Million Emergency-Aufnahmen gehabt. Zumindest habe ich so oft auf den Knobbis gedrückt. Aber der hatte nur 6 Aufnahmen gehabt und die anderen waren weg. Und jetzt mache ich das so, ich haue jeden Sonntag die Emergency-Aufnahmen runter von der Kamera, damit die nicht wieder wegkommen, weil normalerweise dürfen die nicht gelöscht oder überschrieben werden. Also laut... Dashcam-Videos? Genau, Dashcam-Videos. Ich kann sie ja... Man drückt halt in der Kamera, wenn man eine Szene speichern will, auf den Knopf und speichert sie als Notfallaufnahme. Und die haben normalerweise Kopierschutz, werden nicht überschrieben und nix. Ich kann sie halt draufziehen auf meinen Laptop und dann dort löschen. Aber normalerweise sollten sie nicht verschwinden und ich weiß nicht, warum die anderen alle verschwunden sind. Da hatte ich nur 1 Million normale Files gehabt und da was rauszusuchen, was ein Video wert ist, weiß ich nicht, da hatte ich keine Lust zu gehabt. Deswegen war das nur ein 2-Minuten-Video. So, auf jeden Fall. Oh, dann machen wir mal Schluss für heute. Ich bin's jetzt raus, der Herr Gator will einkaufen. Genau. Was ihnen sehr früh einfällt. Und, nee, das ist eine Taktik. Ach so, Tick-Tack. Ich verstehe. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein. Hauen Sie rein, Schausen. Oh, das hat sich alles aufgehauen gerade bei mir. Ende. Geht gleich weiter. Ende. Schausen. Ende.